Sie erinnern sich sicher noch an die Expedition Österreich im ORF. Den brutalsten Wandertag aller Zeiten auf einer schnurgeraden Linie quer durchs ganze Land. Ein ziemliches Pech, wenn Ihr Haus auf dieser Linie steht. Der Ö3 Callboy. Grüß Gott, Kraus mein Name von der Expedition Österreich. Grüß Gott. Ja? Ja, Expedition Österreich sagt Ihnen was. Ja. Die Fernsehshow, die jetzt gerade läuft. Ja und, was merkst du jetzt? Jetzt ist so, jetzt wurde die Route von Expedition Österreich kurzfristig geändert und jetzt führt der Weg der Kandidaten genau durch Ihr Haus. Was, durch mein Haus durch? Ja, genau. Das ist die. Ja, sag mal, wollt ihr durch mein Häusl durchgehen, oder? Ja, die laufen durch Ihr Häusl durch und jetzt wollt ihr mit Ihnen den Zeitplan durchgehen. Ich bin ja bei der Arbeit. Ja, es ist in der Nacht. Was? Ah, der Nacht? In der Nacht ist es, ja. Das interessiert auch mich nicht. Ja, das geht nicht mehr anders, weil die müssen auf einer geraden Linie durch Österreich und die dürfen dann nicht mehr abweichen. Jetzt. Ja, das interessiert mich nicht, das alles machen. Wo wollen die Leute wildfremde Leute durch mein Häusl gehen? Das ist gut, ich darf da was ändern und rufst du da mich um. Ja, was machst du überhaupt? Ja, das ist so. Der Weg führt direkt durch Ihr Haus. Der das Gewinn. Hast du mir jetzt eh schon dreimal gesagt. Ja. Da müssen wir zuerst mal die Leute fragen und dann kannst du da gescheit sein. Der erste würde so gegen Mitternacht kommen. Heute? Heute in der Nacht, ja. Das ist auch mir wurscht, wenn der kommt um 12 ist, weil bei uns gar keiner daheim und meine Leute, die schlafen. Und die reißen wir nicht vom Schlaf auf. Fertig. Um 5 Uhr morgens haben dann die Kandidaten von Expedition Österreich ihr Haus wieder verlassen. Jetzt los einmal, Luda. Wie möchtest du denn du das feststellen, dass ich da das Kajafenster raushänge und dir durch mein Häusl durchgehen, oder was? Haben sie keine Hintertür? Nein. Ja, dann müssen sie durchs Fenster. Los einmal, das interessiert mich nicht und fertig. Ja, wir stören ja nicht. Ja, wir stören da nicht, ja super, oder? Ja, jetzt ist noch eines, die Kandidaten haben 2 Aufgaben und zwar, die einen gehen durch das Haus und die anderen steigen drüber mit Steigbügel und so. Was? Wichtig ist halt, dass sie einfach die Teppiche oder was rausräumen. Weil was will ich da? Habe ich der im Mantel, gell? Lass na, ganz, bei mir. Ganz aus, kurz, fertig, das ist ja stopp, fix. Nein. Der Ö3 Callboy. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an.